Hey Leute, ich dachte, ich melde mich mal wieder. Ja, ich habe gerade eben Sport gemacht. Ich stelle es auch gleich den Zeitraffer rein. Ey, mir ist so, so warm, aber richtig gut. Dieses Hula-Hoop-Schwingen macht mittlerweile echt Spaß und ich habe auch die passenden Sportklamotten an. Seht ihr auch gleich sowieso in dem Video, aber ich zeige es euch kurz. Also die Hose von Swedish Fall, ich weiß nicht, ob ihr sie seht. Das Oberteil ist von Swedish Fall, das sieht man hier in den Trägern und eben. Die Hose, ich liebe sie, also die ist so, so cool und kurz und bequem. Dieser Moment, wenn man bei Swedish Fall quasi online über die App eingibt, dass die Sachen einem nicht passen, weil mir passt es halt nicht. Nicht, dass ich zugenommen habe, vielleicht a little bit, aber vielleicht sind sie auch einfach zu eng geschnitten. Ich habe jetzt Größe M bestellt, die Größe, und ich habe jetzt beide Hosen, die mir nicht gepasst haben, in der Größe bekommen, aber noch nicht die anderen Sachen zurückgeschickt. Naja, schicke ich dann morgen zurück. Da hinten muss ich noch das Paket zurückschicken. Dahin steht's. Sieht auf Instagram, so sehe ich real aus, ohne irgendwelche Schönheitsfilter, aber ich mag die Filter trotzdem ausprobieren oder benutzen, ist ja egal. Ihr wisst ja, Real Talk und oft Real Filter mache ich ja, aber ab und zu mal ein bisschen nicht Real Filter ist ja auch in Ordnung. Ich meine, ihr wisst ja, wie ich real bin. Also ihr Lieben, was ich eigentlich sagen wollte, ich muss jetzt, jetzt gucke ich schnell 90210 Folge zu Ende. Ich bin immer noch dran bei Staffel 4. Es gibt ja 10 Staffeln, also 6 habe ich noch vor mir und Staffel 4 ist noch lange nicht vorbei. Und dann möchte ich unbedingt jetzt bald was essen. Ich dachte, ich mache immer erst Sport nach der Arbeit direkt, dann ist die Motivation da. Ich schaue eine Serie, drehe meinen Hula-Hoop-Reifen, fühle mich gut, schwitze etwas, aber nicht so krass wie auf dem Crosstrainer und tue was, mich sportlich eben betätigen. Wenn ich immer zu Hause bin nach der Arbeit, versuche ich immer Sport jeden Tag zu machen. Wenn ich mal bei einer Freundin spontan bin oder unterwegs bin, kann ich den nicht immer mitschleppen oder irgendwo Sport machen. Aber ich hoffe, dass ich jeden Tag Sport machen kann. Wenn nichts dazwischen kommt, wenn ich nicht gerade bei einer Freundin bin, ziehe ich es durch. Keine Realität auf Instagram mit dem Filter. So ein bisschen Spaß muss sein. Ihr Lieben, ich melde mich demnächst bei euch. Mein Speicherplatz wieder aus allen Nähten. Ich habe wieder so viel Zeug auf meinem Handy drauf. Katastrophe. Ich bin gefühlt nur am Löschen und Abspeichern und Nachrichten löschen. Und ich habe so viele Bilder von einem Motiv, zehnmal das gleiche. Katastrophe und so weiter und so weiter. Ihr wisst Bescheid, ihr Lieben. Ich habe meine neuen Badmöbel bekommen. Es ist jetzt die letzte Story, die ich für jetzt mache, bis mein Speicher wieder geleert ist. Und die zeige ich euch erst, wenn ich neuen Badmatten mir kaufe. Ich kaufe mir wieder neue, schicke Badmatten. Meine alten, ich will die nicht waschen. Die sehen katastrophal aus. Die sind nicht mehr blau, sondern grau. Ich brauche neue, coole Badmatten, die man auch waschen kann. Muss ich mal bei Amazon schauen. Wie oft kann man das eigentlich sagen? Egal. Auf jeden Fall. Und erst dann, wenn ich die habe und mein Bad blitzeblank geputzt ist, Spiegel, alles super tippitoppi aussieht, erst dann zeige ich euch meine neuen Badmöbel. Möbel. Bis dann, ciao. Es gab mal eine Studie.